So, wir gucken uns heute mal einen Workflow an. Den ersten, den habe ich mit Schreiben überschrieben. Schreibe, schreibe. Besteht aus zwei Teilen, und zwar einmal dem iPhone, da werfen wir gleich einen Blick drauf, und einmal dem Rechner. Wir sitzen hier an einem Mac, haben irgendwie Alt offen. Das ist ein Texteditor, den haben wir schon mal einzeln vorgestellt, da kann ich noch ein, zwei Sätze zu sagen. Der speichert im Hintergrund, wenn man das in den Settings eingestellt hat, alle Notizen, die wir hier sehen. Das sind jetzt so ein paar alte News, die wir hatten, als Textdateien ab in einem Ordner, den man sich aussuchen kann. Wir haben hier oben dieses Suchfeld. Da kann ich suchen nach Artikeln, die da schon drin sind. Ich suche mal nach Basics hier, dann zeigt er mir gleich den einen an, den er da unten drin gefunden hat. Aber ich kann hier auch was reinschreiben, was noch nicht in den Notizen hier drin ist, die gelistet sind hier unten. Und meinetwegen schreibe ich hier eine Zitate-Sammlung. Wenn ich das jetzt mit Enter bestätige, legt er mir im Hintergrund eine neue Datei an und jetzt kann ich hier reinschreiben, naja, irgendein Zitat, don't mess with the US. So, meinetwegen. Die Suche kann ich hier wieder wegmachen. Wir sehen, er hat hier eine neue Notiz hinzugefügt. Und ich kann, wie gesagt, hier oben alle Notizen, die ich habe, durchsuchen. Ich kann neue anlegen. Ich kann hier rechts an der Seite so ein kleines Vorschaufenster mit Markdown arbeiten. Hier habe ich das, glaube ich, gemacht, genau. Dass ich quasi meine Links hier eintrage, hier eine fette Überschrift setze, hier die beiden Zitatzeichen habe und sehe dann gleich im Vorschaufenster, wie es am Ende aussehen würde, mit den entsprechenden Links hier im Text drin, mit dem Zitatblock und der dicken Überschrift. Das Vorschaufenster mache ich mal zu. Wir gucken uns mal an, wie die ganze Sache gespeichert wird. Wir haben hier unseren Finder. Und ich bin jetzt hier in der Dropbox drin. In der Dropbox, in meiner eigenen, habe ich einen Ordner drin, der heißt ByWord. Das hat den Grund, weil ich eine iPhone-Applikation habe, die heißt ByWord und die iPhone-Applikation greift auf den Ordner hier zu. Und ich habe halt meinem Texteditor am Rechner gesagt, Mensch, wenn ich hier immer neue Sachen anlege, dann speichern wir die doch in diesem Ordner ByWord. Das können wir uns jetzt mal angucken. Ich mache den Ordner mal auf. Wir sehen hier, wir haben die ganzen Texte drinne, die ich auch in dem Editor drinne habe. Und wenn ich mir jetzt hier einen neuen anlege, was nehmen wir mal? News-Ideen, wenn ich die ganze Geschichte mal drücke, jetzt wieder Enter. Und dann legt er mir hier gleich einen neuen Text drinne an und ich kann jetzt hier quasi anfangen, den Text zu bearbeiten. Wir sollten über eine neue Radhalterung schreiben. So, das mal als Beispiel. Jedes Mal, wenn ich das verlasse, beziehungsweise rausgehe, was anderes suche, was anderes editiere, speichert er die ganze Geschichte im Hintergrund automatisch. Und warum ich die ganze Sache jetzt Workflow genannt habe, ist folgendes. Wenn ich hier am Rechner fertig bin, meine ganzen Notizen habe, die ganzen angefangenen Texte, dann kann ich unterwegs einfach das iPhone aus der Tasche ziehen. Das blenden wir hier mal ein. Machen das Vorschaufenster oder den Ordnerfenster vielleicht zu hier mal. Sehen jetzt mein iPhone, Home-Bildschirm und wenn ich jetzt hier in die ByWord-Applikation reingehe, das ist das schwarze B da in der Mitte, klicke ich mal an. Ach, da bin ich gerade in einem Text drin, den verlasse ich hier mal. Dann sehe ich hier die ganzen Dropbox-Inhalte, die sich zwischenzeitlich alle synchronisiert haben. ByWord guckt auch immer nach, ist da irgendwas Neues drin. Und ich habe jetzt hier die Zitate-Sammlung von gerade eben, kann die aufrufen. Ich habe hier den Text mit der Markdown-Auszeichnung. Auch hier in ByWord drin, da gibt es übrigens so einen kleinen Vorschau-Modus, kann ich hier oben reingehen und sagen Preview. Und dann macht er mir auch da wieder die Links draus und die fette Überschrift hier unten, diesen Zitattext etc. Ja, und die ganze Sache funktioniert auch andersrum. Das heißt, wenn ich mir hier einen neuen Artikel anlege, den nenne ich jetzt mal, wie nennen wir den? Test und schreibe hier was rein. iPod, das muss ja jetzt nicht so viel sein, ist ja nur mal, um sich die ganze Sache anzugucken. Und wenn ich hier rausgehe, sehen wir hier auf der anderen Seite, er hat sich den Testtext gleich in NVALT abgelegt mit dem passenden Inhalt auch. Also das ist so eine Sache, die Kombination der beiden Anwendungen hier. NVALT ist eine kostenlose Mac-Anwendung. ByWord, da habe ich den Preis gerade nicht im Kopf, kostet vielleicht 1,59, vielleicht 70 Cent mehr, aber irgendwie so in dem Dreh. Die arbeiten hervorragend zusammen. Man hat alle Ideen, alle Notizen, die man am Rechner angefangen hat, mit und nochmal in der Dropbox zusätzlich gesichert, kann von beiden Seiten darauf zugreifen, ist immer synchron und ja, ist eine große Empfehlung, die ich aussprechen kann. Und das ist so mein Ding, wie ich mit Text arbeite. Vielen Dank fürs Zuschauen.